Es wäre eine schöne Weihnachtsbotschaft gewesen. Enkelin und Großmutter finden nach 39 Jahren wieder zusammen, doch der Traum ist nun zerplatzt. Diese beiden Frauen sind nicht verwandt. Zu früh gefreut hatte sich die 92-jährige Maria Isabel de Mariani, als sich am heiligen Abend bei ihr eine Frau als ihre verschollene Enkelin vorstellte. Doch der vorgelegte DNA-Test wurde nun widerlegt. Frau Mariani ist sehr traurig und wir sorgen uns ernsthaft um ihre Gesundheit, so ihr Biograf in Buenos Aires. Sie hat uns gebeten, mit ihnen zu sprechen. Wir sollen ihnen ausrichten, wie dankbar sie ist für alle guten Wünsche. Sie wird weiterkämpfen. Tausende Menschen wurden während der Militärdiktatur in Argentinien in den 70er und 80er Jahren ermordet, deren Kinder zur Adoption freigegeben. Die Organisation Großmütter der Plaza de Mayo sucht noch immer 400 verschwundene Kinder. Bisher wurden 119 gefunden.